Hallo, ich heiße Sebastian und ich spreche in diesem Video mit euch über Atomen und Quantenphysik. Genau, und das Video gehört zu einem Skript auch, in dem noch ein paar tiefere und weitere Themen behandelt werden. Und hier in diesem Video gibt es von der Übersicht, die ihr jetzt sehen könnt, erstmal den ersten Teil, eine Einleitung. Und danach sprechen wir ein bisschen über Schwarzkörperstrahlung. Später in dem Skript findet ihr dann auch noch etwas zum photoelektrischen Effekt, zu den Anfängen der Atomphysik, wo es dann um Atomspektren, das Bohrsche Atommodell, aber auch um den Frank-Hertz-Versuch geht, zu Beugung und Streuung, da geht es um den Compton-Effekt und de Broglie-Wellenlängen, wo wir einerseits sehen, dass wir Licht als Teilchenphänomen interpretieren können, aber auch andererseits Elektronen zum Beispiel als Wellen betrachten können. Und ganz am Ende haben wir dann noch einmal eine technische Anwendung und sprechen über Laser. Aber wie gesagt, jetzt gerade geht es dann erstmal nur um Schwarzkörperstrahlung. Genau. Worum es hier im Allgemeinen geht, ist eben eine Einführung in die Schlüsselexperimente, die zu der Entwicklung der Quantenmechanik geführt haben. Und besonderes Augenmerk liegt dabei auf ein qualitatives Verständnis der Probleme, die dazu geführt haben, dass wir letzten Endes Anfang des 20. Jahrhunderts gezwungen waren, das klassische Weltbild aufzugeben und anstelle dessen eben die Physik weiterzuentwickeln. Erste Ideen dazu, wie die Probleme, vor denen die Menschheit damals gestanden hat, gelöst werden können, gibt es hier auch schon. Allerdings wird das eben qualitativ angedeutet. Und wenn jemand sich mehr wirklich dafür interessiert, wie man die Quantenmechanik formal aufbauen kann und wie die Mathematik dahinter aussieht, dann gibt es auch noch Quanten- und Atomphysik 2. Da gibt es dann eine systematischere Beschreibung der Quantenmechanik und auch ein bisschen mathematischen Formalismus. Gut, dann kommen wir gleich zur Sache. Aber davor noch eine kleine Warnung hier zu dem, was ich gerade eben auch gesagt habe. Also in diesem Diagramm könnt ihr sehen, Quantenmechanik hat eben die Eigenschaft, dass auf ich glaube, so ziemlich alle Menschen, die sich für Naturwissenschaften interessiert, philosophisch sehr ansprechend ist und irgendwie spannend klingt, aber eben dann, wie man auf der X-Achse da sehen kann, auch sehr viel Zeit braucht, um das gut nachvollziehen zu können und fundamental verstehen zu können. Aber wir versuchen da aus dieser Gefahrenzone da praktisch rauszukommen, indem alles immer auf einem qualitativen Level besprochen wird. Gut, dann fangen wir direkt an mit dem leuchtende heißer Körper. Also oft hat man das Konzept oder die Idee, dass Quantenmechanik und diese moderne Physik etwas wäre, was so ganz fern liegt und wenig zu tun hat mit der alltäglichen Erfahrung und sich nicht so unbedingt in dem, was wir im Alltag erleben, auch verifizieren lässt. Stimmt aber nicht. Es ist tatsächlich so, dass Ende des 19. Jahrhunderts eines der größten Probleme der Physik war, zu erklären oder ungelösten Probleme zu erklären, wieso oder in welcher Art heiße Körper elektromagnetische Strahlung, das heißt insbesondere Licht, abgeben. Und das ist tatsächlich natürlich etwas, was ihr jederzeit sehen könnt. Also wenn ihr auf eine heiße Herdplatte guckt und die rot leuchtet oder da auf der anderen Seite seht ihr eben eine heiße Metallspule, die auf der einen Seite noch etwas weniger heiß ist und deswegen rötlich erleuchtet und dann von der Rotglut zur Weißglut auf der anderen Seite halt sehr viel heller leuchtet und weißer. Und das ist eben schon so der erste Punkt, wo ihr erkennen könnt, dass mit der klassischen Physik etwas nicht stimmt, weil das eben nicht erklärt werden kann. Und was da so die Probleme sind, sehen wir jetzt gleich, wenn wir ein bisschen in die Details gehen. Aber erstmal brauchen wir dafür ein Modell, wie immer in der Physik. Und was wir da jetzt spezifisch brauchen, ist das Modell des schwarzen Körpers. Der schwarze Körper ist erstmal eine Idealisierung. Und zwar betrachten wir, wenn wir irgendwelche heißen Körper betrachten wollen, deren Strahlverhalten, erstmal ein idealisiertes Objekt, das Licht jeder Wellenlänge vollständig absorbiert. Und hier ist halt auch das Augenmerk auf absorbiert, das heißt, wir wollen zwar das Strahlungsverhalten und das Emissionsverhalten analysieren, aber unser Modell dafür definieren wir über die Absorption und wie das zusammenspielt, sehen wir dann auch nochmal.
Es gibt auch eine experimentelle Realisierung davon und diese eine spezielle Realisierung ist auch das, worüber wir jetzt im Rest des Vortrags auch noch oder des Videos auch noch sprechen werden. Und das ist, ihr betrachtet ein Loch in einem kleinen Hohlraum, ein kleines Loch in einem Hohlraum. Also da ist auch eine Darstellung dazu. Und die Idee ist einfach, dass wenn jetzt Strahlung in dieses kleine Loch reinkommt, dann wird es an den Wänden immer wieder reflektiert und dabei wird ein kleiner Teil absorbiert und ein anderer Teil reflektiert. Aber im Grunde wird dieses Licht einfach immer weiter hin und her reflektieren und nicht mehr zurück zum Ausgang finden, weshalb in guter Näherung alles Licht, was da reinkommt, in das Loch auch vollständig absorbiert wird. Genau, und da in der Zeichnung könnt ihr auch schon einen anderen Aspekt sehen, der jetzt für uns wichtig wird. Und zwar nehmen wir die elektromagnetische Strahlung im Inneren von unseren Hohlkörpern und zerlegen die in ihre einzelnen Frequenzanteile. Da ist das auch mit verschiedenen Farben einmal veranschaulicht. Also Licht unterschiedlicher Wellenlängen und Frequenzen hat eben unterschiedliche Farben und das ist so die Korrespondenz da. Genau. Und wenn wir dann dieses Modell genauer betrachten wollen, gibt es im Wesentlichen zwei interessante Größen, die wir bestimmen wollen, theoretisch oder vorhersagen wollen und dann messen. Und das eine ist die spektrale Energiedichte, U von Ny und T. Und das ist die Energie pro Volumen des Hohlkörpers, die in einem kleinen Frequenzbereich um eine gegebene Frequenz Ny bei einer Temperatur T verteilt ist. Und dazu gibt es hier auch direkt eine kleine Darstellung. Also wenn man das tatsächlich misst, sind hier jetzt Kurven für verschiedene Temperaturen von der Außenwand des Hohlkörpers von so etwa 3000 Kelvin bis 5000 Kelvin aufgetragen. Und da seht ihr dann einmal die Abhängigkeit dieser spektralen Energiedichte von der Wellenlänge, das heißt von der Frequenz auch letzten Endes, dass es da ja so eine 1:1 Korrespondenz gibt. Genau, und was man da erkennen kann, ist im Wesentlichen so ein Verlauf, wo es so einen Peak gibt und danach fällt das halt exponentiell ab. Das ist der gemessene Verlauf. Gut. Und dann gibt es noch die spektrale Strahlungsflussdichte. Die sagt uns, wie viel am Ende durch unser Loch wirklich durchkommt. Also das ist die Leistung, das heißt Energie pro Zeit, die pro Fläche des Austrittslochs in Form von Strahlung mit einer Frequenz Ny abgegeben wird. Das heißt, das ist das letzten Endes, was man misst, wenn man in das Loch reinguckt und guckt, wie viel kommt da raus. Ja, und diese Größen interessieren uns halt deshalb besonders, weil wenn wir wissen wollen, was für eine Farbe zum Beispiel hat so ein heißes Objekt oder andersherum, wir haben ein heißes Objekt und wir wollen wissen, wir kennen die Farbe und wir wollen wissen, wie warm ist es, dann müssen wir eben genau wissen, wie diese spektrale Zerlegung aussieht. Gut, und dazu gibt es jetzt erstmal im Wesentlichen drei wichtige experimentelle Fakten. Das erste ist, dass U von Ny und T und P unabhängig sind von der spezifischen Form des Hohlraums. Also in der Zeichnung vorne war da ja so ein Kasten und das ist auch das, was man in der Regel betrachten würde, weil es halt rechnerisch am angenehmsten ist, aber letzten Endes spielt es keine Rolle und die Form bestimmt nicht diese beiden Funktionen. Dann das zweite experimentelle Faktum ist das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Das ist eine Tatsache, die schon im 19. Jahrhundert bekannt war und eben lange Zeit so eine experimentelle Tatsache war, für die es keine tiefere Begründung gab. Und das Wien'sche Verschiebungsgesetz besagt einfach, dass bei einer festen Temperatur wir abhängig von Ny das Maximum von P bestimmen können. Und dieses Maximum wird bei einer zu T proportionalen Frequenz angenommen. Zuletzt gibt es dann auch noch das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das sagt uns, wie viel Strahlung insgesamt abgegeben wird. Und das ist auch nochmal besonders nützlich zum Lösen vieler Aufgaben, wenn zum Beispiel ihr die Sonne betrachten sollt, das ist so eine typische Aufgabe und da die Temperatur gegeben ist und so die Fläche und so weiter und ihr dann bestimmen sollt, wie viel Leistung die Sonne abstrahlen wird. Und ich habe das da auch einmal als Integrale aufgeschrieben, also die gesamte Leistung, die abgestrahlt wird pro Fläche,
ist eben ein Integral über die Leistung, die verteilt auf den einzelnen Frequenzen abgestrahlt wird, und dann integrieren wir das alles auf über die gesamten Frequenzen. Und da steht noch ein kleiner Faktor 2, der ist deshalb da, weil Licht ja noch verschiedene Polarisationen haben kann, das etwas ist, was da noch mit reingebracht werden muss, spielt aber jetzt erstmal keine wirkliche Rolle. Genau. Das entscheidende Ergebnis ist, dass am Ende nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz diese gesamte Leistung proportional zu T hoch 4 ist. Vielleicht noch als interessante Sache zum Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das lässt sich tatsächlich auch im Rahmen der klassischen Elektro- und Thermodynamik herleiten, ist also anders als das Wien'sche Verschiebungsgesetz nicht einfach nur eine experimentelle Beobachtung. Ja. Gut, dann gibt es auch noch eine detailliertere Vorhersage der klassischen Elektrodynamik und Thermodynamik, was die konkrete Form von U angeht, also von der spektralen Energiedichte. Und dieses konkretere Gesetz ist das Rayleigh-Jeans-Gesetz. Und zur Herleitung des Rayleigh-Jeans-Gesetzes brauchen wir im Wesentlichen zwei Fakten. Das erste Faktum ist, dass die Einschränkung, also dass durch den Hohlkörper und durch die Wände dort Einschränkungen entstehen an die möglichen Schwingungsmoden des elektromagnetischen Felds im Inneren des Hohlraums. Das heißt, es gibt nur bestimmte Frequenzen, in denen das Licht dort praktisch propagieren kann. Und am besten ist es, glaube ich, sich das einmal zu veranschaulichen an einem Beispiel, was eher schon bekannt ist. Also hier in der Grafik seht ihr jetzt eine Gitarrenseite. Und die kann eben in ihrer Grundfrequenz da oder Grundwellenlänge angeregt werden und dann eben nur in bestimmten Vielfachen der Länge der Saite. Das heißt, dadurch, dass die Saite an den beiden Enden fest eingespannt sind, haben wir bestimmte Restriktionen, die dafür sorgen, dass nur feste Wellenlängen und feste Frequenzen erlaubt sind, wobei wir halt bei einer freien Seite alle möglichen Frequenzen drin haben könnten. Und da seht ihr auch schon eine Sache, die jetzt für uns wichtig wird, wenn man sich das da anguckt bei der schwingenden Seite, merkt man, dass bei höheren Frequenzen der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden erlaubten Frequenzen immer kürzer wird. Das heißt, je höher die Frequenz wird, desto dichter liegen die erlaubten Frequenzen aneinander. Und das Ganze kann man dann übertragen auf das elektromagnetische Feld hier. Da sprechen wir dann von der spektralen Monendichte. Das ist die Anzahl der erlaubten Frequenzen in einem kleinen Bereich um eine vorgegebene erlaubte Frequenz. Und eine konkrete Rechnung ergibt dann letzten Endes, dass das am Ende proportional ist zu dem Quadrat der Frequenz. Also das ergibt sich dann aus den Gesetzen der Maxwell-Gleichung, der Elektrodynamik, die wir mathematisch in der Maxwell-Gleichung formulieren können. Gut, der zweite wichtige Faktor, den wir brauchen, ist der Gleichverteilungssatz. Wir gehen davon aus, dass unser gesamtes System sich in einem thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Das bedeutet, dass wir, im Grunde genommen bedeutet das, dass sich nichts mehr verändert und die Temperaturen konstant bleiben und so weiter. Und die Näherung dabei ist dann, dass wir eben annehmen, dass das Loch so klein ist, dass die Strahlung, die dadurch entweicht, kein signifikanter Energieverlust ist, sodass quasi nicht unser Hohlkörper langsam auskühlt, weil er immer mehr Energie in Form von Strahlung abgibt. Und wenn dieses thermodynamische Gleichgewicht herrscht, dann haben wir im Mittel oder im Erwartungswert eben für jeden Freiheitsgrad eine Energie von E nü ist gleich K mal T, wobei K die Boltzmann-Konstante ist. Das setzen wir dann zusammen und erhalten so das Rayleigh-Jeans-Gesetz. Und zwar ist die spektrale Energiedichte eben die Energie pro Mode mal die Anzahl der anregbaren Frequenzen geteilt durch den Frequenzbereich, den wir betrachten, oder in Formeln ausgedrückt E nü mal dN nach dN. Und
das ist dann mit den Ergebnissen, die wir gerade eben gesammelt haben, proportional zu k mal t mal μ². Das ist auch erstmal soweit ganz gut, also für kleine Frequenzen können wir uns jetzt nochmal die Kurve zum Beispiel angucken, die gerade eben in dem Video hier erschienen ist, und da findet man eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem Rayleigh-Jeans-Gesetz und den gemessenen Daten. Das Problem ist nur, ihr guckt euch jetzt dieses Nü-Quadrat an und gerade eben schon gesagt, für hohe Frequenzen erwarten wir eigentlich irgendwo dann einen Peak und dann einen exponentiellen Abfall, und das steckt halt hier nicht drin. Und sogar noch viel schlimmer, es kommt zu der sogenannten UV-Katastrophe. Für große Nü divergiert der Ausdruck U von Nü und T, weil es ja einfach immer mehr wird, also wenn das Nü da größer wird. Und das bedeutet eben physikalisch, dass die Vorhersage des Rayleigh-Jeans-Gesetzes ist, dass schwarze Körper bei hohen Frequenzen im hochfrequenten Bereich unendlich viel Energie abstrahlen. Und das ist dann natürlich ein großes Problem, allein schon, weil sich das halt überhaupt nicht mit unseren Erfahrungen deckt. Also ich glaube, keiner von euch hat je gesehen, dass ihr irgendwie ein warmes Stück Metall hattet und dann hat es auf einmal angefangen, unendlich viel Energie abzustrahlen und alles um sich herum zu verbrennen und so weiter, glücklicherweise. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wie können wir solche Probleme lösen? Da scheint ja unsere Physik nicht ganz zu funktionieren. Und die Lösung kam dann um das Jahr 1900 oder ein Lösungsvorschlag und Ansatz durch Max Planck. Und Planck ist wie folgt vorgegangen. Er hat sich zuerst einfach nur wirklich die Daten angesehen und heuristisch eine Formel gefunden, die die Messwerte gut wiedergibt. Die habe ich da jetzt auch einmal in der Präsentation drin. Und da drin taucht auf die Lichtgeschwindigkeit c und zusätzlich noch eine unbestimmte Konstante h, die zunächst keine wirkliche physikalische Bedeutung hat, sondern nur eine Hilfsgröße ist, deswegen heißt sie auch h, und da halt plötzlich auftaucht. Wenige Wochen später hat Planck aber dann schon entdeckt, dass, und das war dann die große Erkenntnis, dass er dieses geratene Gesetz praktisch tatsächlich auch herleiten kann und dem Ganzen eine physikalische Bedeutung geben kann, indem er so eine ähnliche Überlegung macht, wie das, was wir gerade eben getan haben. Also er folgt vom Prinzip her der Herleitung des Rayleigh-Jeans-Gesetzes. Aber dann macht er einen entscheidenden Schritt, der vorher nie in der Physik auftaucht und praktisch dann den Anbeginn der Quantenmechanik verkündet. Und das ist die Quantenhypothese. Und was Planck da postuliert hat, ist, dass der Anteil der Energie, die im elektromagnetischen Feld in Moden mit der Frequenz Nü steckt, ein ganzzahliges Vielfaches von H mal Nü sein soll. Und deswegen auch Quantum, also so einzelne Pakete praktisch, in denen die Energie gelagert sein muss. Hier wäre es dann eben das in einer Mode mit Frequenz Nü die Energie so etwas sein muss wie 0 h mal Nü, 2 mal h Nü, 3 h Nü und so weiter. Und das hat auch erstmal keine tiefere Begründung. Also das war ein Postulat und auch ein ziemlich, wagemutiges Postulat praktisch damals zu der Zeit. Und es löst aber dann am Ende die Probleme, die wir im Rayleigh-Jeans-Gesetz haben, und führt zu der Planck-Formel auf die Art, dass in den Moden, für die die Frequenz sehr groß ist und entsprechend auch H mal Nü sehr groß ist, die nötige Energie dafür, die Mode einmal anzuregen, sehr viel größer als K mal T wird. Und das sorgt dann dafür, dass diese Moden einfach gar nicht mehr angeregt werden können, weil ja im Erwartungswert sie nur die Energie K mal T bekommen und es dann halt sehr unwahrscheinlich ist, dass wir so weit abweichen von dem Erwartungswert letzten Endes. Und auf diese Weise verschwindet quasi der Anteil der Energie, der in der vorherigen Betrachtung in den ganzen hohen Frequenzen drin gesteckt hat.
Und ich habe das jetzt da so formuliert in der Präsentation, dass die hohen Frequenzen unterdrückt werden und die UV-Katastrophe so behoben wird. Ja, das war es auch schon von dieser kurzen Präsentation. Ihr findet dann noch weitere Informationen genau zu dem Thema, auch also zu der Planck'schen Strahlungsformel und zu den Schwarzkörpern in dem Skript, zusammen mit den ganzen restlichen Informationen zur Einführung in die Atom- und Quantenphysik 1. Und zusätzlich gibt es dann auch noch einige Aufgaben. Auf eine würde ich jetzt noch kurz eingehen, und zwar ist die erste Aufgabe aus der Aufgabensammlung auch gleich eine zur Planck'schen Strahlungsformel. Und dort könnt ihr einmal die Planck'sche Strahlungsformel herleiten, aber auf eine etwas andere Art als hier, und zwar mithilfe von Überlegungen, die so etwa 17 Jahre später von Einstein angestellt worden sind und ohne diese komplizierten statistischen Überlegungen noch auskommen und tatsächlich auch noch den Charme haben, dass sie später recycelt werden können, weil wir das dann auch noch benutzen können, um dann Laser zu verstehen. Genau, also das sollte so ein bisschen ein Anreiz sein, sich damit zu beschäftigen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich jetzt ein bisschen Neugier schüren konnte und wünsche euch viel Spaß mit den Aufgaben.